Ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Vorlesung der Computergrafikreihe. Heute werden wir uns mit dem Thema des Ladens von Objekten beschäftigen. Dazu verwenden wir zunächst eine beliebte Bibliothek und im zweiten Teil der Vorlesung werden wir lernen, wie wir einen einfachen Loader selber erstellen können. Fangen wir also mit der Bibliothek an. In allen bisherigen Szenen haben wir mit einer Box gearbeitet, oder einem Container. Auf Dauer wird uns das allerdings etwas langweilig. Und in den meisten Grafikanwendungen gibt es in der Regel viele komplizierte und interessante Modelle, die viel hübscher anzusehen sind als ein statischer Container. Im Gegensatz zum Containerobjekt können wir doch nicht wirklich alle Eckpunkte, Normalen und Texturkoordinaten komplizierter Form wie Häuser, Fahrzeug oder menschenähnliche Figuren manuell definieren. Was wir stattdessen wollen, ist, dass diese Modelle in die Anwendung importiert werden. Also Modelle, die wir von 3D-Künstlern oder von anderen Tools wie Blender oder 3D Studio Max oder Maya sorgfältig entworfen haben. Diese sogenannten 3D-Modellierungstools ermöglichen es den Künstlern, komplizierte Formen zu erstellen und ihnen über einen Prozess namens UV-Mapping Texturen zuzuweisen. Die Werkzeuge erzeugen dann automatisch alle Vertex-Koordinaten, Normalen und Texturkoordinaten, während sie diese in ein Modelldatenformat exportieren. Auf diese Weise verfügen die Künstler über einen umfangreichen Werkzeugsatz zur Erstellung qualitativ hochwertiger Modelle, ohne sich allzu sehr um die technischen Details kümmern zu müssen. Alle technischen Aspekte sind in der exportierten Modelldatei verborgen. Es ist daher unsere Aufgabe, diese exportierten Modelldateien zu analysieren und alle relevanten Informationen zu extrahieren, damit wir sie in ein Format speichern können, das OpenGL auch versteht. Ein gemeinsames Problem ist jedoch, dass es Dutzende von verschiedenen Dateiformaten gibt, von denen jedes die Modelldaten auf seine eigene, einzigartige Art und Weise exportiert. Modellformate wie das Wavefont OBJ enthält beispielsweise nur Modelldaten mit kleineren Materialinformationen wie Modellfarbe und diffus und spiegelnde Maps, während Modellformate wie das XML-basierte Collada-Dateiformat extrem umfangreich sind und Modelle, Lichter, viele Arten von Materialien, Animationsdaten, Kameras, vollständige Szeneninformationen und noch vieles mehr enthalten. Das OBJ-Objektformat wird im Allgemeinen als ein sehr leichtes Modellformat angesehen. Alles in allem gibt es verschiedene Dateiformate, für die es in der Regel keine gemeinsame allgemeine Struktur gibt. Wenn wir also ein Modell aus diesen Dateiformaten importieren wollen, müssen wir für jedes der zu importierenden Dateiformate selbst einen Importer schreiben. Zum Glück gibt es dafür zufällig eine Bibliothek. Und eine sehr beliebte Modell-Import-Bibliothek, die es gibt, heißt ASIMP, was für Open Asset Import Library steht. ASIMP kann Dutzende verschiedene Modell-Dateiformate importieren und auch einige exportieren, indem es alle Dateien des Modells in die verallgemeinerten Datenstrukturen von ASIMP lädt. Sobald ASIMP das Modell geladen hat, können wir alle Daten, die wir benötigen, aus ASIMPs Datenstrukturen abrufen. Da die Datenstruktur von ASIMP unabhängig von der Art des importierten Dateiformats gleich bleibt, abstrahiert uns all den verschiedenen Dateiformaten, die es eben gibt. Wenn ein Modell über ASIMP importiert wird, lädt das gesamte Modell in das Szenenobjekt, das alle Dateien des importierten Modells, die Szene, enthält. ASIMP verfügt dann über eine Sammlung von Knoten, wobei jeder Knoten Indizes zu den im Szenenobjekt gespeicherten Daten enthält, wobei jeder Knoten eine beliebige Anzahl von Kindern haben kann. Ein vereinfachtes Modell der Struktur von ASIMP ist hier dargestellt. Also wir haben jetzt hier eine Szene, einen Szenenknoten und diese miteinander verbunden, zum Beispiel über den Root Node, und der kann wiederum die Kinder haben, beziehungsweise auch die Meshes. Und auch das Mesh enthält dann weitere Datenstrukturen, wie beispielsweise die Vertices, die Normalen und halt die Faces.
Alle Daten der Szene des Modells sind im Szeneobjekt enthalten, ebenso wie alle Materialien und die Meshes. Es enthält auch einen Verweis auf den Wurzelknoten der Szene. Der Wurzelknoten der Szene kann, wie alle anderen Knoten, Kinderknoten enthalten und eine Reihe von Indizes haben, die auf Mesh-Daten im M-Meshes-Array des Szenenobjekts verweisen. Das M-Meshes-Array des Wurzelknotens enthält die eigentlichen Mesh-Objekte. Die Werte im M-Meshes-Array eines Knotens sind nur Indizes für das Mesh-Array der Szene. Ein Mesh-Objekt selbst enthält alle relevanten Daten, die für das Rendering erforderlich sind. Denkt dabei an Vertexpositionen, normalen Vektoren, Texturkoordinaten, Flächen und das Material des Objekts. Ein Mesh enthält mehrere Flächen. Eine Fläche stellt ein Render-Primitiv des Objekts dar, also beispielsweise Dreiecke, Quadrate, Punkte und so weiter. Eine Fläche enthält die Indizes der Vertices, die ein Primitiv dann eben bilden. Da die Vertices und die Indizes getrennt sind, ist es für uns einfach, über einen Index-Puffer zu rendern. Schließlich enthält ein Mesh auch ein Materialobjekt, das mehrere Funktionen zum Abrufen der Materialeigenschaften eines Objekts enthält. Denkt dabei an Farben oder Texturmaps, also wie beispielsweise die diffuse und die spiegelnde Map. Was wir also tun wollen, ist zunächst ein Objekt in ein Szeneobjekt zu laden, rekursiv die entsprechenden Mesh-Objekte von jedem der Knoten abzurufen, also wir suchen rekursiv die Kinder des Knotens und jedes Mesh-Objekt zu verarbeiten, um die Vertex-Daten, Indizes und seine Materialeigenschaften abzurufen. Das Ergebnis ist dann eine Sammlung von Mesh-Daten, die wir in einem einzigen Modellobjekt enthalten wollen. Bei der Modellierung von Objekten in Modellier-Toolkits erstellen Künstler im Allgemeinen nicht aus einer einzigen Form ein ganzes Modell. In der Regel hat jedes Modell mehrere Untermodelle oder Formen, aus denen es besteht. Jede dieser einzelnen Formen, aus denen sich ein Modell zusammensetzt, wird als Netz bezeichnet. Stellt euch also einen menschenähnlichen Charakter vor und Künstler modellieren in der Regel den Kopf, die Gliedmaßen, die Kleidung und beispielsweise die Waffe als separate Komponenten und als kombiniertes Ergebnis all dieser Maschen stellt das endgültige Modell, sozusagen das Modell dar. Ein einzelnes Netz ist die minimale Darstellung dessen, was wir brauchen, um ein Objekt in OpenGL zu zeichnen. Also Vertex-Daten, Indizes und Materialeigenschaften. Ein Modell besteht dann normalerweise aus mehreren Netzen. Bevor wir nun mit dem Import von Modellen beginnen, müssen wir zunächst ASIMP tatsächlich in unser Projekt aufnehmen. Zunächst müssen wir ASIMP von der Download-Seite herunterladen und die entsprechende Version auswählen. Ja, diesen Download-Link seht ihr ja hier. Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme die neueste ASIMP-Version, die Version 4.1.0, verwendet. Ich empfehle euch, die Bibliothek selbst zu kompilieren, da ihre vorkompilierten Bibliotheken auf den meisten Systemen nicht funktionieren. Nachdem wir also ASIMP heruntergeladen haben, entpacken wir die ZIP-Datei und der Inhalt dieser ZIP-Datei seht ihr hier rechts, also einige Ordner und noch einige Files. Anschließend öffnen wir wieder CMake und geben den korrekten Pfad zum entpackten ASIMP-Ordner ein. Die gebauten Binaries habe ich dann in den erstellten Ordner Build kopieren lassen. Also hier bei dem Source Code habe ich dann den Ordner angegeben, wo ihr ASIMP entpackt habt. Und dort habe ich noch einen Ordner angegeben, Build, wo dann halt die gebauten Dateien reinkopiert werden. Und anschließend klickt ihr auf den Configure-Button und gebt im nächsten Schritt eure Visual Studio Version an. Es könnten dann wieder ein paar Warnings ausgegeben werden. Ignoriert diese und drückt als nächstes auf Generate. Und nach einer Weile könnt ihr in dem Bildordner die Datei asimp.sln öffnen
und es öffnet sich Visual Studio und danach kompiliert ihr das Projekt, indem ihr F5 drückt. Nun heißt es hoffen, dass das Kompilieren sauber durchläuft. Nun hängt es von euren Visual Studio Einstellungen ab. Je nachdem, ob ihr Debug oder Release ausgewählt habt, findet ihr die erzeugten DLL- und LIP-Dateien unter Code Build oder Code Debug. Also hier dann nochmal die Ordnerstruktur, wo ihr die Dateien findet, also unter dem entpackten Ordner, dann in dem Build-Ordner und dann in meinem Fall habe ich das hier mit der Debug-Version kompiliert, also bei Code Debug dann. Und da seht ihr dann auch schon die DLL- und die LIP-Datei. Angenommen, ihr erzeugt nun ein neues Visual Studio Projekt, das die Bibliotheken nutzen soll, dann könnt ihr im einfachsten Fall die erzeugte DLL-Datei in den Ordner hineinkopieren, in dem auch die Exe-Datei eures Projekts erstellt wird. Also das seht ihr hier zum Beispiel. Also angenommen, ihr erstellt ein neues Projekt First Project und ihr kompiliert es, dann befindet sich die Exe-Datei in First Project x64 für 64-Bit und dann Debug. Sofern ihr natürlich auch 64-Bit und Debug zum Kompilieren ausgewählt habt. Hier könnt ihr dann also die DLL von ASMP 9 kopieren. Das bedeutet dann aber, dass ihr für jedes neue Projekt alle DLL-Dateien immer in den Ordner kopieren müsst, was auf Dauer natürlich etwas unpraktisch ist. Eine elegantere Lösung ist es, die DLL und die LIP-Datei in unseren Resources-Ordner zu kopieren. Vielleicht erinnert ihr euch, das war der Ordner, den wir ganz am Anfang einmal angegeben hatten und dort auch einige Dateien hineinkopiert haben. In Visual Studio geht ihr dann auf Projekt und ihr wählt Eigenschaften aus oder ihr drückt einfach Alt und Enter zusammen. Dort geht ihr dann zu Konfigurationseigenschaften und dann auf Debugging und dort gibt es dann ein Feld Umgebung. Dort schreibt ihr dann diese Zeile hier rein, die ich hier angegeben habe, also Path ist gleich und dann der Ort der LIP und DLL-Datei, ja, und dann wieder das Dollarzeichen und Executable Path, wobei das Dollarzeichen Executable Path schon vorher dastehen sollte. Also wichtig ist dann nur, dass ihr vorher in Path ist gleich den Ordner angibt, wo die DLL und die LIP-Datei drin steht. Und das war's dann auch schon. Und für die Buchbeispiele empfiehlt es sich auch für das Beispiel 3, also 3.modeling 1 Model Load Project, die eben gezeigten Schritte durchzuführen, da ihr sonst das Beispiel nicht kompilieren könnt. Ja, da ihr gerade dann die DLL bzw. die LIP-Datei von ASMP sucht und nicht findet. Wenn nun alles funktioniert, sollte das Beispiel aus dem Buch auch funktionieren, andernfalls bekommt ihr eine Fehlermeldung, dass die DLL nicht gefunden werden kann. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Mesh-Strukturen. Mit ASMP können wir viele verschiedene Modelle in die Anwendung laden, aber sobald sie geladen sind, werden sie alle in den Datenstrukturen von ASMP gespeichert. Was wir schließlich wollen, ist die Umwandlung dieser Daten in ein Format, das OpenGL versteht, sodass wir die Objekte rendern können. Wir haben aus dem vorherigen Lernprogramm gelernt, dass ein Netz ein einzelnes zeichenbares Gebilde darstellt. Also lassen wir uns damit beginnen, eine eigene Mesh-Klasse zu definieren. Sehen wir uns ein wenig von dem an, was wir bisher gelernt haben, um darüber nachzudenken, was ein Mesh mindestens als Daten haben sollte. Ein Mesh sollte zumindest einen Satz von Vertices benötigen, wobei der Vertex einen Positionsvektor, einen normalen Vektor und möglicherweise eine Texturkoordinate enthält. Ein Netz sollte auch Indizes für indizierte Zeichnungs- und Materialdaten in Form von Texturen, also diffus und spiegelnde Karten, enthalten. Nachdem wir nun die Mindestanforderungen für eine Mesh-Klasse festgelegt haben, können wir einen Vertex in OpenGL definieren.
Wir speichern jeden der erforderlichen Vektoren in eine Struktur namens Vertex, die wir zur Indizierung jedes der Vertex-Attribute verwenden können. Also wir haben jetzt hier wieder einen Struct Vertex und dieser enthält dann die Position, die normale und die Texturkoordinaten. Also das sind sozusagen, was wir gerade genannt haben, als die Mindestanforderung dessen, was ein Mesh haben sollte. Wobei wir jetzt auch sagen können, dass Texturkoordinaten jetzt auch nicht unbedingt erforderlich sind, aber für dieses Beispiel nehmen wir das jetzt mal hinzu. Und abgesehen von einer Vertex-Struktur wollen wir auch die Texturdaten in einer Texturstruktur organisieren. Also wir speichern die ID der Textur und ihren Typ, also zum Beispiel eine diffuse Textur oder eine Spiegeltextur ab. Also auch hier haben wir ein Struct Texture, der dann die ID enthält, und als String wollen wir den Typ abspeichern. Wenn wir die tatsächliche Darstellung eines Vertex und einer Textur kennen, können wir mit der Definition der Struktur der Mesh-Klasse beginnen. Zuerst definieren wir die öffentlichen Variablen, also wir haben jetzt hier eine Vektorstruktur mit unserem Struct Vertex, der dann alle Vertices enthält, genauso für die Indizes und dann die Texturen. Ja, und danach haben wir einen Constructor Mesh, der dann eben die Vertices übergibt, genauso wie die Indizes und eben die Texturen. Und wir haben auch noch eine Funktion, die dann das Objekt mit den Shadern dann darstellen soll. Und zusätzlich haben wir natürlich noch ein paar private Variablen, eben die VO, den VO, den VB und den EBO. Wie ihr seht, ist die Klasse nicht allzu kompliziert. Im Konstruktor geben wir dem Mesh alle notwendigen Daten, initialisieren die Buffer in der Funktion SetupMesh und zeichnen das Mesh schließlich über die Funktion DOR. Beachtet bitte, dass wir der Funktion DOR einen Shader geben. Indem wir den Shader an das Mesh übergeben, können wir mehrere Uniformen vor dem Zeichnen einstellen, wie zum Beispiel das Binden von Samplern mit Textureinheiten. Der Funktionsinhalt des Konstruktors ist ziemlich einfach. Wir setzen einfach die Public-Variablen der Klasse in die Argumente des Konstruktors. Wir rufen auch die Funktion SetupMesh im Konstruktor auf. Hier geht nichts Besonderes vor, also lasst uns nun direkt auf die SetupMesh-Funktion eingehen. Dank des Konstruktors verfügen wir jetzt über große Listen von Mesh-Daten, die wir zum Rendern verwenden können. Wir müssen jedoch die entsprechenden Buffer einrichten. Und auch hier in der SetupMesh-Funktion passiert jetzt nichts außergewöhnlich. Wir erzeugen erstmal unseren VAO, generieren den Buffer und den EBO, also den Edge, das S-Based Object. Dann binden wir das VAO, binden die entsprechenden Buffer, übergeben die Vertices und dann auch die Indizes an den EBO. Und das Vertex Shader Layout über Vertex Attribut Zeiger werden dann natürlich auch spezifiziert, also da, wo wir dann die Location Layout später angehen werden in dem Shader. Und ja, mittlerweile solltet ihr eigentlich mit diesen Konzepten keinerlei oder keine Probleme mehr haben. Aber wir haben es diesmal mit der Einführung von Vertex-Daten in Structs ein wenig aufgepeppt. Der Code unterscheidet sich nicht viel von dem, was man erwarten würde, aber mit Hilfe der Vertex-Struktur wurden ein paar kleine Tricks angewandt. Structs haben in C++ die großartige Eigenschaft, dass ihr Speicherlayout sequenziell ist. Das heißt, wenn wir eine Struktur als ein Array von Daten darstellen würden, würde sie nur die Variablen der Struktur in sequenzieller Reihenfolge enthalten, was sich direkt in einem Float-Array übersetzt, das wir für einen Array-Buffer wünschen. Wenn wir zum Beispiel eine gefüllte Vertex-Struktur haben, wäre ihr Speicherlayout gleich. Dank dieser nützlichen Eigenschaft können wir direkt einen Zeiger auf eine große Liste von Vertex-Strukturen als Daten des Buffers übergeben und sie übersetzen perfekt das, was GLBufferData als sein Argument erwartet.
Natürlich kann der Size-of-Operator auch auf der Struktur für die entsprechende Größe in Bytes verwendet werden. Diese sollte 32 Bytes, also 8 Floats mal hier 4 Bytes, betragen. Eine weitere große Verwendung von Structs ist eine Präprozessor-Direktive namens Offset von S,M, die als erstes Argument ein Struct und als zweites Argument einen Variablen-Namen der Struct annimmt. Das Makro gibt den Byte-Offset dieser Variablen vom Anfang der Struktur zurück. Das ist ideal für die Definition des Offset-Parameters der Funktion glVertexAttributePointer. Der Offset wird nur mit Hilfe des Offsets des Makros definiert, das in diesem Fall den Byte-Offset des normalen Vektors gleich dem Byte-Offset des normalen Vektors in der Struktur setzt, die 3 Floats und damit 12 Bytes beträgt. Beachtet bitte, dass wir auch den Stride-Parameter gleich der Größe der Vertex-Struktur setzen. Die Verwendung einer solchen Struktur bietet nicht nur besser lesbaren Code, sondern erlaubt uns auch, die Struktur leicht zu erweitern. Wenn wir ein weiteres Vertex-Attribut wünschen, können wir es einfach zur Struktur hinzufügen und aufgrund seiner flexiblen Natur bricht das Rendering dann nicht ab. Die letzte Funktion, die wir definieren müssen, damit die Klasse Mesh vollständig ist, ist die Funktion DOM. Vor dem eigentlichen Rendern des Meshs wollen wir doch zuerst die entsprechenden Textur binden, bevor wir GLDraw-Elements aufrufen. Dies ist jedoch eigentlich etwas schwierig, da wir von Anfang an nicht wissen, wie viele Texturen das Mesh hat und welchen Typ sie haben könnten. Wie stellen wir also die Textureinheiten und Sampler in den Shadern ein? Um das Problem zu lösen, gehen wir von einer bestimmten Namenskonvention aus. Jede diffuse Textur wird Texture Diffuse N genannt, wobei und jede Spiegeltextur sollte dann Texture Specular N heißen, wobei dann N eben eine beliebige Zahl zwischen 1 und der maximal erlaubten Anzahl von Textursamplern ist. Nehmen wir an, wir haben 3 diffuse Texturen und 2 spiegelnde Texturen für ein bestimmtes Mesh, dann sollte Ihre Textursampler aufgerufen werden und das sind dann quasi das, was wir dann auch in den Shadern haben werden. Also Uniform Sampler und dann Texture Diffuse 1, 2, 3 und für Specular 1, 2. Nach dieser Konvention können wir in den Shadern so viele Textursampler definieren, wie wir wollen. Und wenn ein Mesh tatsächlich so viele Texturen enthält, wissen wir, wie sie heißen werden. Nach dieser Konvention können wir eine beliebige Anzahl von Texturen auf einem einzigen Mesh verarbeiten und es steht dem Entwickler frei, so viele davon zu verwenden, wie er oder sie will, indem man einfach die richtigen Sampler definiert. Es gibt viele Lösungen für Probleme wie dieses und wenn euch diese spezielle Lösung nicht gefällt, liegt es natürlich an euch, kreativ zu werden und eine eigene Lösung zu finden. Der Code sieht dann folgendermaßen aus. Also wir haben hier eine Vorschleife, die dann bei 0 anfängt zu iterieren bis zu der maximalen Anzahl der Texturen. Dann aktivieren wir immer die Textur. Wir verwenden dazu gltexture0. Und das Schöne an diesem gltexture0 war ja, dass wir einfach immer einen Integer-Wert, also einen unsigned Integer-Wert darauf addieren können, um immer die nächste Textur zu aktivieren. In dem Texturnamen können wir dann schauen, ob der Name denn Texture Diffuse ist. Also haben wir eine diffuse Textur oder haben wir eine spekulare Textur. Ja, und wenn das der Fall ist, dann können wir natürlich den Wert von Diffuse Number und Specular Number erhöhen. Und dann binden wir natürlich noch oder finden die entsprechende den Namen in unserem Shader und binden dann daran die Textur. Ja, und anschließend wird dann noch das VAO gebindet und wir zeichnen dann schließlich die Elemente. Wir nehmen dann DOR Elements und zeichnen die Dreiecke mit den entsprechenden Indizes. Und
Anschließend binden wir das Vertex-Array wieder, indem wir es auf 0 setzen und aktivieren dann die Textur wieder, also GL-Texture 0. Es ist nicht der schönste Code, aber es ist zum Teil daran schuld, wie unschön C++ bei der Konvertierung von Typen wie Ints in Zeichenketten ist. Wir berechnen zunächst die N-Komponente pro Texturtyp und verknüpfen sie mit dem Texturtyp String, um den passenden einheitlichen Namen zu erhalten. Dann suchen wir den entsprechenden Sampler, geben ihm den Positionswert, der der gerade aktiven Textureinheit entspricht, und binden die Textur. Das ist auch der Grund, warum wir den Shader in der Zeichenfunktion benötigen. Wir haben auch Material zum resultierenden Uniform-Namen hinzugefügt, weil wir die Textur normalerweise in einer Materialstruktur speichern. Und diese kann je nach Implementierung natürlich unterschiedlich sein. Beachtet bitte, nochmal als Erinnerung, in C++ gibt der Inkrementaufruf Variable plus die Variable so zurück, wie sie ist, und inkrementiert dann die Variable, während plus Variable zuerst die Variable inkrementiert und dann zurückgibt. In unserem Fall übergeben wir zuerst den ursprünglichen Zählerwert an den String-Stream und inkrementieren ihn dann für die nächste Runde. Kommen wir nun zum Modell. Jetzt ist es an der Zeit, mit Async zu arbeiten und mit der Erstellung des eigentlichen Lade- und Übersetzungscodes zu beginnen. Das Ziel ist es, eine weitere Klasse zu erstellen, die ein Modell in seiner Gesamtheit darstellt, das heißt ein Modell, das mehrere Meshes möglicherweise mit mehreren Objekten enthält. Zum Beispiel ein Haus, das einen Holzbalkon, einen Turm und vielleicht einen Swimmingpool enthält, könnte immer noch als ein einziges Modell geladen werden. Wir laden das Modell über Async und übersetzen es in mehrere Mesh-Objekte, die wir im letzten Abschnitt erstellt haben. Somit wird unsere Klassenstruktur der Klasse Modell ungefähr so aussehen. Also wir haben jetzt im Public-Teil wieder den Konstruktor. Dort laden wir dann das Modell. Wir haben dann wieder eine Draw-Function und wir haben einige private Variablen, eben eine Vektorklasse für die Struktur Mesh, dann halt den Ordner, also ein String für den Ordner und dann halt einige Funktionen wie das Laden des Modells und das Verarbeiten der Knoten. Die Klasse Modell enthält also einen Vektor von Mesh-Objekten und verlangt von uns, dass wir ihm eine Dateiposition in seinem Konstruktor angeben. Dann lädt sie die Datei sofort über die Funktion loadModel, die im Konstruktor aufgerufen wird. Die privaten Funktionen sind alle darauf ausgelegt, einen Teil von Asims Import-Routine zu verarbeiten und wir werden sie in Kürze behandeln. Wir speichern auch das Verzeichnis des Dateipfades, den wir später beim Laden von Texturen benötigen werden. Die Zeichenfunktion ist nichts Besonderes und führt im Grunde genommen Schleifen über jedes der Meshes, um ihre jeweilige Draw-Funktion aufzurufen. Also, wie gerade gesagt, nichts Besonderes. In der Draw-Funktion haben wir jetzt eine Schleife und für jedes der Meshes rufen wir dann die Draw-Funktion mit dem entsprechenden Shader auf. Um ein Modell zu importieren und in unsere eigene Struktur zu übersetzen, müssen wir zunächst die entsprechenden Header von Async einfügen, damit der Compiler keine Fehler auswirft. Also wir inkludieren den Importer, dann die Szene und Post-Process. Die erste Funktion, die wir aufrufen, ist loadModel, die direkt vom Konstruktor aufgerufen wird. Innerhalb von loadModel verwenden wir Async, um das Modell in eine Dateistruktur von Async zu laden, die ein Szenenobjekt genannt wird. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass dies das Wurzelobjekt der Dateischnittstelle von Async ist. Und sobald wir das Szenenobjekt haben, können wir auf alle Daten zugreifen, die wir aus dem geladenen Modell benötigen. Das Tolle an Async ist, dass es sauber aus allen der verschiedenen Dateiformate abstrahiert und all dies mit einem einzigen Einzeiler.
Und das ist der Einzeiler. Also wir haben hier Importer.readfile, übergeben den Path, dann ja nochmal AI-Process triangulate und AI-Process flip UV. Und darauf gehen wir jetzt ein. Also wir deklarieren zuerst ein tatsächliches Importer-Objekt aus Asims Namespace und rufen dann seine readfile-Funktion auf. Die Funktion erwartet einen Dateipfad und als zweites Argument mehrere Nachbearbeitungsoptionen. Abgesehen vom einfachen Namen der Datei erlaubt uns Asim die Angabe mehrerer Optionen, die Asim dazu zwingen, einige zusätzliche Berechnungen bzw. Operationen mit den importierten Daten durchzuführen. Durch das Setzen von AI-Process Triangulate teilen wir Asim mit, dass es, wenn das Modell nicht vollständig aus Dreiecken besteht, alle primitiven Formen des Modells in Dreiecke umwandeln soll. Die AI-Process Flip UVS spiegeln die Texturkoordinaten auf der Y-Achse, wo dies während der Verarbeitung erforderlich ist. Ein paar andere nützliche Optionen sind zum Beispiel GenNormals. Damit erzeugen wir tatsächlich Normalen für jeden Vertex, wenn das Modell keine normalen Vektoren enthalten sollte. Dann Split Large Meshes, teilt große Meshes in kleinere Submeshes auf, was nützlich ist, wenn das Rendering eine maximal zulässige Anzahl von Vertices hat und nur kleinere Meshes verarbeiten kann. Dann Optimize Meshes macht eigentlich genau das Gegenteil, indem es versucht, mehrere Meshes zu einem größeren Mesh zusammenzufügen, wodurch der Optimierungsaufwand beim Zeichnen verringert wird. Tatsächlich ist das Laden eines Modells über Asimp, wie ihr schon sehen könnt, überraschend einfach. Die harte Arbeit besteht darin, das zurückgegebene Szenenobjekt zu verwenden, um die geladenen Daten in ein Array von Mesh-Objekten zu übersetzen. Die vollständige Load-Funktion ist dann hier aufgeführt. Aber gehen wir jetzt gleich mal die einzelnen Zeilen mal durch. Nachdem wir das Modell geladen haben, prüfen wir, ob die Szene und der Wurzelknoten der Szene nicht null sind und überprüfen eins ihrer Flags, um festzustellen, ob die zurückgegebenen Daten unvollständig sind. Wenn eine dieser Fehlerbedingungen erfüllt ist, melden wir einen Fehler über die Funktion getErrorString des Importers und kehren zurück. Wir rufen auch den Verzeichnispfad des angegebenen Dateipfades ab. Wenn nichts schiefgelaufen ist, wollen wir alle Knoten der Szene verarbeiten, also übergeben wir den ersten Knoten, den Wurzelknoten, an die rekursive Process-Node-Funktion. Da jeder Knoten möglicherweise einen Satz von Kindern enthält, wollen wir zuerst den betreffenden Knoten verarbeiten und dann mit der Verarbeitung aller Kinder des Knotens fortfahren und so weiter. Dies passt zu einer rekursiven Struktur, sodass wir eine rekursive Funktion definieren werden. Wie ihr euch vielleicht aus der Struktur von Asimp erinnert, enthält jeder Knoten eine Reihe von Mesh-Indizes, wobei jeder Index auf ein bestimmtes Mesh zeigt, das sich im Szenenobjekt befindet. Wir wollen also diese Mesh-Indizes abrufen und jedes Mesh abrufen, jedes Mesh verarbeiten und alles noch einmal für jeden der untergeordneten Knoten des Knotens. Der Inhalt der Funktion ProcessNode ist dann nachfolgend dargestellt. Also wir haben hier im Wesentlichen zwei Vorschleifen und auch jetzt gehen wir nochmal gleich auf die einzelnen Befehle ein. Also wir nehmen erstmal 10 Meshes und danach Meshes.pushback. Zuerst überprüfen wir jeden der Mesh-Indizes des Knotens und rufen das entsprechende Mesh ab, indem wir das M-Meshes-Array der Szene indizieren. Das zurückgegebene Mesh wird dann an die Funktion processMesh übergeben, die ein Mesh-Objekt zurückgibt, das wir in den Mesh-Vektor speichern können. Nachdem alle Meshes verarbeitet wurden, iterieren wir durch alle Kinder des Knotens und rufen dieselbe Funktion processNode für jedes Kind des Knotens auf.
Sobald ein Knoten keine Kinder mehr hat, wird die Funktion nicht mehr ausgeführt. Im Grunde können wir die Verarbeitung eines der Knotenpunkte vergessen und einfach alle Meshes der Szene direkt durchiterieren, ohne all diese komplizierten Dinge mit Indizes zu tun. Der Grund, warum wir das tun, ist, dass die anfängliche Idee für die Verwendung solcher Knoten darin besteht, dass sie eine Eltern-Kind-Beziehung zwischen den Meshes definieren. Durch rekursives Iterieren durch diese Beziehung können wir bestimmte Meshes tatsächlich als Eltern anderer Meshes definieren. Ein Anwendungsfall für ein solches System ist, wenn ihr ein Automesh verschieben und sicherstellen möchtet, dass all seine Kinder, wie der Motor oder das Lenkrad oder die Reifen, ebenfalls verschoben werden. Ein solches System lässt sich mit Hilfe von Eltern-Kind-Beziehungen leicht erstellen. Im Moment verwenden wir ein solches System jedoch nicht, aber es wird allgemein empfohlen, bei diesem Ansatz zu bleiben, wann immer ihr zusätzliche Kontrolle über eure Mesh-Daten wünscht. Diese knotenartigen Beziehungen werden schließlich von den Künstlern definiert, die die Modelle erstellt haben. Der nächste Schritt ist die eigentliche Verarbeitung von ASMS-Daten in die Mesh-Klasse. Ein AI-Mesh-Objekt in ein eigenes Mesh-Objekt zu übersetzen, ist nicht allzu schwierig. Alles, was wir tun müssen, ist, auf jede der relevanten Eigenschaften des Meshes zurückzugreifen und sie in unserem eigenen Objekt zu speichern. Die allgemeine Struktur der Process-Mesh-Funktion wird dann zu dieser Funktion. Wir iterieren über die Vertices und fügen sie in unseren Vektor ein und am Ende geben wir das Mesh dann halt zurück. Also auch hier, wir haben den Vektor von Vertex und Texturen und die Indizes, dann iterieren wir über die Vertices und ja, tun dann halt die Vertices auf den Vektor der Vertices drauf. Die Verarbeitung eines Meshes besteht im Wesentlichen aus drei Abschnitten: das Abrufen aller Vertex-Daten, das Abrufen der Indizes des Meshes und schließlich das Abrufen der relevanten Materialdaten. Die verarbeiteten Daten werden in einem der drei Vektoren gespeichert und aus diesen wird ein Mesh erzeugt und an den Aufrufer der Funktion zurückgegeben. Das Abrufen der Vertex-Daten ist ziemlich einfach. Wir definieren eine Vertex-Struktur, die wir nach jeder Iteration zum Vertices-Arrays hinzufügen. Wir bilden eine Schleife für so viele Vertices, wie im Shader vorhanden sind, und das rufen wir über Meshes namen-Vertices ab. Und innerhalb der Iterationen wollen wir dann diese Struktur mit allen relevanten Daten füllen. Für Knotenpositionen geschieht das dann wie folgt: also glm vec3vektor. Und der Vektor x wird dann halt der x-Koordinate von unserem Mesh zugeordnet, genauso wie y und z. Und dann ist dann die Vertex-Position gleich der Vektor. Beachtet bitte, dass wir einen Platzhalter vec3 für die Übertragung von ASMS-Daten andefinieren. Wir brauchen den Platzhalter, da ASMS seine eigenen Datentyp für Vektoren, Matrizen und Zeichenketten und so weiter pflegt und diese nicht wirklich gut in die Datentypen von GLM konvertieren lassen. ASM nennt die Vertex-Positions-Arrays übrigens M-Vertices, wie ihr sicherlich jetzt schon herausgefunden habt. Die Prozedur für Normalen sollte jetzt auch keine Überraschung mehr sein, also wir verfahren ebenso. Auch hier übergeben wir wieder die x, y und z-Koordinate und speichern das dann als Vertex.normal und übergeben dann den Vektor. Texturkoordinaten sind ungefähr gleich, aber ASM erlaubt ein Modell bis zu 8 verschiedene Texturkoordinaten pro Vertex, die wir nicht verwenden werden, sodass wir uns nur um den ersten Satz Texturkoordinaten kümmern. Wir werden noch überprüfen wollen, ob das Mesh tatsächlich Texturkoordinaten enthält, was natürlich nicht immer der Fall sein muss. Also auch hier überprüfen wir in einer If-Abfrage, ob das Mesh an der Stelle 0 Texturkoordinaten hat, und wenn das der Fall ist, übergeben wir dann die X- und Y-Koordinate
wieder in einen GLM VEC 2 und das speichern wir dann als vertex.techcords ab. Und andernfalls setzen wir die einfach auf 0. Die Vertex-Struktur ist nun vollständig mit den erforderlichen Vertex-Attributen gefüllt und wir können sie am Ende der Iteration ans Ende des Vertex-Vektors einfügen. Dieser Vorgang wird für jeden der Eckpunkte des Netzes wiederholt. Also um Schnittstelle definierte jedes Netz mit einem Array von Flächen, wobei jede Fläche ein einzelnes Primitiv darstellt, die in unserem Fall aufgrund der anfänglichen Option Triangulate immer Dreiecke sind. Eine Fläche enthält die Indizes, die definieren, welche Eckpunkte wir in welcher Reihenfolge für jedes Primitiv zeichnen müssen. Wenn wir also über alle Flächen iterieren und alle Indizes der Fläche im Indexvektor speichern, sind wir fertig. Auch hier iterieren wir über die Indizes und schieben sie ans Ende unseres Indexvektors. Nachdem die äußere Schleife beendet ist, haben wir nun einen vollständigen Satz von Vertices und Indexdaten zum Zeichnen des Meshes über GLDraw-Elements. Genau wie bei Knoten enthält ein Netz nur einen Index zu einem Materialobjekt. Und um das tatsächliche Material eines Netzes abzurufen, müssen wir das M-Material-Array der Szene indizieren. Der Materialindex des Netzes wird in seiner Eigenschaft M-Material-Index festgelegt, die wir auch abfragen können, um zu überprüfen, ob das Netz tatsächlich ein Material enthält oder nicht. Wir gehen hier nun gleich auf die einzelnen Zeilen genauer ein, also schaut euch nochmal kurz die Zeilen an und gleich gehen wir näher drauf ein. Zuerst rufen wir das AI-Material-Objekt aus dem M-Material-Array der Szene ab. Dann wollen wir die diffusen und oder spiegelnden Texturen des Netzes laden. Ein Materialobjekt speichert intern ein Array von Texturpositionen für jeden Texturtyp. Den verschiedenen Texturtypen wird jeweils das Präfix AI-Texture-Type- vorangestellt. Wir verwenden eine Hilfsfunktion namens LoadMaterialTextures, um die Texturen aus dem Material abzurufen. Die Funktion gibt einen Vektor von Texturstrukturen zurück, den wir dann am Ende des Texturvektors des Modells speichern. Die Funktion LoadMaterialTextures iteriert über alle Texturpositionen des gegebenen Texturtyps, ruft die Dateiposition der Textur ab und lädt und generiert dann die Textur und speichert die Informationen einer Vertex-Struktur. Und das Ganze sieht dann hier folgendermaßen aus, also was ich gerade meinte. Erstmal haben wir einen Vektor vom Typ Texture und dann iterieren wir halt über die Texturen, rufen die Dateiposition eben ab und laden und generieren dann die Textur. Und das wird dann halt alles in dem gerade genannten Vektor am Ende abgespeichert. Zuerst überprüfen wir die Menge der im Material gespeicherten Texturen über die Funktion getTextureCount, die einen der von uns angegebenen Texturtypen erwartet. Dann rufen wir jede Dateiposition der Textur über die Funktion getTexture ab, die das Ergebnis in einem AI-String speichert. Dann verwenden wir eine weitere Hilfsfunktion namens textureFromFile, die eine Textur mit Säule für uns lädt und die ID der Textur zurückgibt. Beachtet bitte, dass wir davon ausgehen, dass die Pfade von Texturdateien in Modelldateien lokal zum eigentlichen Modellobjekt liegen, also zum Beispiel im gleichen Verzeichnis wie der Speicherort des Modells selbst. Wir können dann einfach den Texturort-Strings und den Verzeichnis-String, den wir zuvor, also in der LoadModel-Funktion abgerufen haben, verknüpfen, um den vollständigen Texturpfad zu erhalten. Deshalb benötigt die getTexture-Funktion auch den Verzeichnis-String. Einige Modelle, die über das Internet gefunden wurden, verwenden immer noch absolute Pfade für ihre Texturposition, was nicht auf jedem Rechner funktioniert, logischerweise. In diesem Fall möchtet ihr wahrscheinlich die Datei manuell bearbeiten, um lokale Pfade für die Textur zu verwenden, falls überhaupt möglich. Wir sind noch nicht ganz fertig und es gibt noch eine große, aber nicht ganz notwendige Optimierung, die wir vornehmen wollen. Die meisten Szenen verwenden mehrere ihrer Texturen auf mehreren Gitternetzen wieder.
Also denk beispielsweise an ein Haus, das eine Granittextur für seine Wände hat. Und diese Textur könnte auch auf den Boden, seine Decken, die Treppen und vielleicht auf einen Tisch oder sogar auf einen kleinen Brunnen in der Nähe angebracht werden. Das Laden von Texturen ist keine einfache Operation, die in unserer derzeitigen Implementierung für jedes Netz eine neue Textur erzeugt. Und das, obwohl diese Textur bereits mehrmals geladen wurde. Und das wird natürlich sehr schnell nicht sehr effektiv. Wir werden also eine kleine Änderung am Modellcode vornehmen, indem wir alle geladenen Texturen global speichern. Und wo immer wir eine Textur laden wollen, prüfen wir zunächst, ob sie nicht bereits geladen wurde. Wenn dies der Fall ist, nehmen wir diese Textur und überspringen die gesamte Laderoutine, was uns viel Rechenleistung spart. Um Texturen tatsächlich vergleichen zu können, müssen wir auch ihre Pfade oder beziehungsweise ihren Pfad speichern. Das heißt, in unseren Stock Texture fügen wir jetzt noch einen String Pfad hinzu. Dann speichern wir alle geladenen Texturen in einem anderen Vektor, der oben in der Klassendatei des Modells als private Variable deklariert ist. Also wir haben dann einen Vektor Texture, in dem halt alle geladenen Texturen enthalten sind. Dann wollen wir in der Funktion loadMaterialTextures den Texturpfad mit allen Texturen im Textures Loaded Vector vergleichen, um zu sehen, ob der aktuelle Texturpfad einem dieser Vektoren ähnlich ist. Und wenn das der Fall ist, überspringen wir den Texturlade- bzw. Generierungsteil und verwenden einfach die lokalisierte Texturstruktur als Textur des Netzes. Die aktualisierte Funktion ist dann jetzt hier dargestellt und wir verfügen jetzt also nicht nur über ein vielseitiges Modellladesystem, sondern auch über ein optimiertes, das Objekte recht schnell lädt. Also hier überprüfen wir dann, ob denn die Datei bereits geladen wurde, und wenn das der Fall ist, überspringen wir halt diesen ganzen Ladeprozess. Einige Versionen von Async neigen dazu, Modelle ziemlich langsam zu laden, wenn ihr die Debug-Version und oder den Debug-Modus der IDE verwendet. Also stellt sicher, dass ihr es auch mal in der Release-Version ausprobiert, sofern es halt langsam oder sehr lange dauert. Damit sollten alle Klassen fertiggestellt haben, und wenn wir nun einmal die drei Model Loading 1 Model Loading Example kombinieren, solltet ihr dieses Modell sehen. Und damit haben wir es geschafft. Also wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, mit der Async-Bibliothek solche komplexen Modelle nun auf einfache Art und Weise zu laden. Und im letzten Abschnitt haben wir uns, also wir haben uns jetzt kurz und knapp mit Async vertraut gemacht. Nun wollen wir aber mal noch einen eigenen Loader schreiben, der ein sehr einfaches Modell für uns lädt. Also quasi einfach nur aus didaktischen Gründen. Nehmen wir einmal an, wir sind mit einem neuen Dateiformat konfrontiert, das von Async nicht verarbeitet werden kann. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dies geschieht beispielsweise recht häufig im Bereich der Visualisierung. Wir erhalten dann meist ein internes Datenformat, die wir dann in unser Programm einladen müssen. Zur Vereinfachung nehmen wir jetzt allerdings mal an, dass wir es mit einem OBJ-Mesh, also mit dem Wavefront-Format zu tun haben. Und wir wollen nun eine eigene Klasse schreiben, die eben das Mesh lädt und dann anzeigt, also eben dieses OBJ-Datenformat lädt. Wie schon erwähnt, ist das OBJ-Dateiformat ein einfaches Modell, also ein einfaches Format, das eine 3D-Geometrie darstellt. Und für unseren Loader müssen wir die Struktur dieses Dateiformats kennenlernen. Eine OBJ-Datei hat eine sehr einfache Struktur. Hier fangen wir mal an, die einzelnen Befehle durchzugehen. Alles, was nach der Raute bzw. dem Hashtag, den Hash kommt, ist ein Kommentar und wird zum Laden der Datei nicht benötigt. Ein Vertex wird durch ein vorangestelltes V dargestellt und es folgen dann die X, Y und Z Koordinate, wobei eine vierte Koordinate auch möglich ist. Und Texturkoordinaten werden mit VT, Vertex Texture, gekennzeichnet. Hier sind zwei- und dreidimensionale Koordinaten möglich. Also hier haben wir für einen Vertex mal ein paar Beispiele geschrieben. V, dann
1,23, 3,42 und minus 2,81, wobei die entsprechenden Werte natürlich die x, y und z-Achse repräsentieren. Und für die Texturkoordinaten ist hier mal ein einfaches Beispiel für zweidimensionale Texturen gegeben, also zum Beispiel 0,50 und 1,13 für U und V. Eine Vertex-Normale wird mit Vn bezeichnet und es folgen wieder drei Koordinaten. Beachtet dabei bitte, dass wir hier nicht davon ausgehen können, dass die Normale normalisiert ist. Also auch hier müssen wir dann in unseren Shader immer nochmal die Normale sicherheitshalber normalisieren. Die Darstellung eines Flächenelements kann auf verschiedene Arten geschehen. Es wird zunächst mit F begonnen und kann dann eins der folgenden Möglichkeiten haben. Also beispielsweise nach dem F schreiben wir einfach drei Indizes hin oder sechs Indizes, wobei nach jedem Indizes ein Slash steht. Oder wir haben hier das Format 1/2/ oder wir haben ein Doppelslash. Im ersten Fall folgen drei Indizes, das sind die entsprechenden Vertices. Also in dem Fall haben wir es, also in diesem Fall haben wir es mit einem Dreieck zu tun, das die von dem Vertex 1, 4 und 2 begrenzt wird. Also hier bei dem Beispiel F 1, 4, 2 heißt das, wir haben hier ein Dreieck, weil wir drei Indizes haben und dieses Dreieck ist durch die Vertices 1, 4 und 2 begrenzt. Im zweiten Fall wurden neben den Vertices auch die zugehörigen Texturkoordinaten angegeben. Also das Dreieck wird in dem Fall hier 1, 2, 5, 4, 2, 3. Also das Dreieck wird von den Vertices 1, 5 und 2 begrenzt. Und dazu gehört die zweite, vierte und dritte Texturkoordinate. Und im letzten Fall auf der Seite haben wir zusätzlich noch die entsprechende Vertex-Normale angegeben. Also in dem Fall 1, 2, 2, 3, 4, 3, 8, 5, 1. Das heißt, das Dreieck besteht aus den Vertices 1, 3 und 8. Dann aus den Texturkoordinaten 2, 4, 5. Und dann aus den normalen 2, 3 und 1. Und wenn wir nach dem Vertex-Index einen doppelten Slash verwenden, folgt darauf die Vertex-Normale. Also haben wir es hier mit einem Dreieck zu tun, welches mit den Vertices 1, 2 und 3 definiert wird. Und diese haben dann die Vertex-Normale 1, 3 und 9. Für unseren Loader behandeln wir den Fall, dass wir nur Dreiecke haben, die durch Vertices begrenzt sind. Wir haben also keine Texturkoordinaten und keine Normalen gegeben. Wir stellen dann eine Klasse ObjMesh, bestehend aus einem Header ObjMesh.h und einer CPP-Datei ObjMesh.cpp. Die Klasse besteht aus einer Funktion, die Normalen selbst berechnen soll. Das ist jetzt das Besondere. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt ein OBJ ohne Normalen gegeben und spaßenshalber wollen wir jetzt die Normalen mal manuell berechnen. Wir benötigen für die spätere Initialisierung der Buffer auch die Anzahl der Komponenten in den Vertices und die Anzahl der Dreiecke. Das bezeichnen wir dann hier mit Total Point Components und Total Triangles. Im Constructor setzen wir zunächst die Anzahl der Dreiecke und die Anzahl der Komponenten der Vertices auf 0. Mehr passiert erstmal nicht. Und wir beginnen mit der Ladefunktion. Zunächst benötigen wir einen String Line, der später die einzelnen Zeilen der Datei auslesen wird. Der Typ IfStream wird dann die Datei, die wir in der Load-Funktion übergeben haben, öffnen. Wenn wir die Datei öffnen konnten, gehen wir zunächst ans Ende und ermitteln die Länge der Datei mit der Funktion telgi. Anschließend gehen wir wieder an den Anfang. Wir benutzen die Länge der Datei, um Speicher für die Vertices, die Indizes und die Normalen zu allokieren. Danach gehen wir die Datei zeilenweise durch, bis wir am Ende der Datei angelangt sind. Das heißt hier, dieses malloc initialisiert halt entsprechenden Speicher, um dann halt diesen Vertices Array zu füllen. Jede Zeile der Datei kopieren wir in den String Line. Danach überprüfen wir, ob das erste Zeichen ein V ist. Ist das der Fall, haben wir einen Vertex gefunden. Also wir müssen gucken, ob das erste Zeichen ein V ist und das zweite als ein Leerzeichen.
Wir löschen dann das V, damit wir den Befehl scan-s verwenden können. Der extrahiert nämlich die nachfolgenden drei Floats und kopiert sie in unser Vertices Array hinein. Anschließend addieren wir 3 auf Total Point Components, da wir nun die x, y und z Koordinate gefüllt haben. Wir verfahren genauso für die Flächenelemente. Wenn das erste Zeichen ein F ist und das zweite ein Leerzeichen, haben wir ein Flächenprimitiv. Wir nutzen wieder den Scan-Befehl, um die Indizes zu extrahieren. Denkt bitte daran, dass wir von einem einfachen Typ ausgehen, also dass wir nur 3 Indizes haben. Also wir haben jetzt keine Angabe der normalen, keine Texturkoordinaten. Also wir haben in der Zeile wirklich nur 3 Indizes und keinen Slash. In C++ oder OpenGL fangen die Indizes mit 0 an, wobei bei dem OBJ-Typ ist das erste Element eine 1, daher müssen wir die Indizes noch mit 1 subtrahieren. Am Ende geben wir noch eine Fehlermeldung aus, falls wir die Datei nicht öffnen konnten, und dann wird die Datei ordnungsgemäß wieder geschlossen. Nach dem Schließen der Datei können wir nun die normalen berechnen. Wir iterieren dazu über alle Dreiecke und kopieren die umliegenden Vertices in das Array Chord 1, 2 und 3. Anschließend rufen wir die Funktion CalculateNormal auf und übergeben die 3 Vertices sowie eine normale, die wir in der Funktion füllen werden. Wir berechnen zuerst die Normale des Dreiecks. Die Normale eines Vertex wird durch Addition der Normalen von anliegenden Dreiecken und deren Gewichtung mit der Fläche des Dreiecks bestimmt. Das heißt, für jeden Vertex berechnen wir die Normale der des anliegenden Dreiecks. Diese Normalen werden dann mit dem Flächeninhalt des Dreiecks gemittelt und an den Vertex übergeben. In der Funktion CalculateNormal berechnen wir die Vektoren VA und VB, die sich aus Vertex 2 minus Vertex 1 und Vertex 3 minus Vertex 1 ergeben. Das sind sozusagen die Kantenvektoren des Dreiecks. Anschließend berechnen wir händisch das Kreuzprodukt und speichern es in VR ab. Die Länge VR wird dann berechnet und an Val, also den Value, übergeben. Val wird dann für die Gewichtung mit dem Flächeninhalt genutzt. Wir speichern es in die vierte Komponente des Vektors Normals ab. Und zusätzlich übergeben wir die durch Val normierte normale VR an Normals. Unser Normals Array wird nach Aufruf von CalculateNormal gewichtet, addiert, sodass wir am Ende für jeden Vertex eine gewichtete Normale halten. Diese Normale muss dann aber im Shader wieder normalisiert werden. Beachtet dabei, dass wir jetzt in der Funktion auch das Kreuzprodukt selber berechnet haben. Das hätten wir natürlich auch mit der GLM-Bibliothek machen können, aber das war jetzt auch wieder nur der Vollständigkeit halber, dass wir das selber ausgerechnet haben. Nun liegt es an euch, die folgenden Komponenten zu ergänzen und das Beispiel zum Laufen zu bekommen. Mit eurem bisherigen Wissen sollte es allerdings kein Problem sein, das folgende Bild hier zu generieren. Alles klar, das war's wieder für heute. Wie immer, falls ihr Fragen zu der Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann wieder so schnell wie möglich beantworten. Ich bedanke mich erneut für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich zum nächsten Mal.